Das kleine SeaStar-Automatikteleskop von ZWO ist ja irgendwie gerade in aller Munde. Es soll Deep Sky-Astrofotografie mehr oder weniger mit einem Klick ermöglichen. Wenn es Leute gibt, die so einfache Astrofotografie mögen, dachte ich mir, dass denjenigen auch eine One-Click-Bildbearbeitung gefallen könnte. In diesem Video zeige ich euch zwei von mir geschriebene Skripte für das kostenlose Programm Siril. Wie ihr sie sozusagen installiert und wie ihr sie am Beispiel des Orion-Nebels anwendet. Dadurch holt ihr mehr aus euren Aufnahmen raus, als es durch das Live-Stacking des SeaStar möglich wäre. Und das auch noch mit nur einem Klick. Los geht's nach dem Intro, bis gleich! Der liebe Astro-Kollege Rüdiger Heinz hat mir Daten von M42, also dem Orion-Nebel, klargemacht. Wenn ihr auch so wie er hier irgendein Objekt aufgenommen habt, dann wird euch also so ein Datensatz hier ausgegeben vom SeaStar. Und dabei befinden sich dann auch immer solche kleinen Thumbnail-Vorschauen zu den Bildern, damit man, wenn man jetzt im SeaStar durchblinkt, also durchzappt sozusagen die Bilder, dass man dann auch sieht, womit man das da eigentlich so zu tun hat. Also so sehen quasi die Einzelbilder aus, die dann vom SeaStar gemacht wurden. Worum es uns aber jetzt geht, sind die FIT-Dateien. Die werden bei mir hier mit so einem Symbol hier angezeigt, weil ich damit schon mal, also GIMP schon mal mit FIT-Dateien verknüpft habe. Bei euch sieht das eventuell anders aus, aber um diese Dateien geht es uns. Die können wir uns hier auch zurecht sortieren. So. Und dann sehen wir, wenn wir mal alle markieren, dass Rüdiger also 262 mal 10 Sekunden den Orion-Nebel aufgenommen hat. So, und diese Dateien wollen wir jetzt also möglichst einfach, so wie man eben auch mit dem SeaStar super einfach Astrofotografie betreiben kann, wollen wir diese Daten jetzt auch super einfach bearbeiten. Und dazu gebe ich euch mal den Tipp, dass ihr hier als ersten Schritt einen Unterordner mit Rechtsklick anlegt in diesen Ordner hinein. Und den nennen wir Lights. Das ist schon mal so eine Grundvoraussetzung, damit das Siril-Skript, das ihr euch vielleicht schon runtergeladen habt, auch funktioniert. So, und diese ganzen FIT-Dateien müssen in den Ordner Lights hinein. Also ich halte jetzt die Shift-Taste gedrückt, habe das erste oben ausgewählt und wähle jetzt hier das letzte aus. Dann habe ich die alle parat ausgewählt. Rechtsklick, ausschneiden. Und hier im Ordner Lights einfügen. Dann haben wir die Grundvoraussetzung schon mal erledigt. Und der nächste Schritt ist, dass ihr euch natürlich, wenn ihr das noch nicht erledigt habt, die beiden Skripte runterladet. Die sehen dann, ja, werden zum Beispiel hier abgelegt, jetzt bei mir auf dem Desktop. Keine Ahnung, wenn ihr die runtergeladen habt, dann werden die vielleicht bei euch im Download-Ordner angelegt oder so. Je nachdem, wo ihr sie gerne hättet. Das Symbol sieht eventuell anders aus. Das sieht bei mir jetzt schon so aus, weil ich diese SSF-Dateien mit dem Editor, mit dem Windows-Editor, der immer dabei ist, verknüpft habe. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel einfach Doppelklick drauf mache, dann wird mir das Skript auch direkt so angezeigt mit dem, was da alles so Feines drinsteht. Für diejenigen, die es interessiert, wir gehen so Richtung Ende des Videos mal im Einzelnen durch, was hier warum und wie gemacht wird. Auf jeden Fall habt ihr euch die jetzt runtergeladen. Und ja, der nächste Schritt ist dann diese, ja, also falls ihr es noch nicht getan habt auch nochmal, müsstet ihr euch natürlich Siril erstmal runterladen und installieren. Wie das genau funktioniert, seht ihr in meinem Siril-Tutorial für Anfänger. Das verlinke ich euch oben rechts in der Ecke. Und ja, in diesem Siril-Tutorial für Anfänger seht ihr dann eben auch, wie solche Bildbearbeitungen ganz manuell durchgeführt werden. Aber wir belassen es bei diesem Video wirklich bei der ganz, ganz einfachen Variante. Also, damit diese Skripte funktionieren, müsst ihr sie beispielsweise hier jetzt rauskopieren. Machen wir jetzt einfach mal. Und in dem Installationsverzeichnis, wo sich eure Siril-Installation befindet, bei mir ist das zum Beispiel auf C, dann auf Programme. Und dann hier Siril, da drin gibt es den Unterordner Scripts.
Und hier müsst ihr dann mit Rechtsklick diese Skripte eingefügt haben. Und dann geht es weiter mit dem eigentlichen Programm Serial. Das mache ich jetzt mal auf. Da ist es. Und ja, wenn ihr dieses Programm sozusagen frisch startet, dann werden die Skripte hier auch gleich zu sehen sein. Wenn ihr es andersherum macht und erst das Programm geöffnet habt und die Skripte in den Scripts-Ordner gelegt habt, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass sie hier noch nicht vorhanden sind. Also entweder müsst ihr dann das Programm neu starten oder ihr gebt hier einmal in der Befehlszeile unten ein Reload Scripts, drückt auf Enter und dann sind die Skripte hier oben vorhanden. Ja, die Skripte sind also einmal nur Bildbearbeitung. Das heißt, wenn ihr ein anderes Stacking-Programm benutzt habt, wie zum Beispiel den Deep Sky Stacker oder was auch immer, dann müsst ihr einfach nur das Bild hier öffnen, also den Stack, den ihr dann gemacht habt, und anschließend dann dieses Skript durchführen und dann wird die Bildbearbeitung völlig automatisch per One-Click für euch übernommen. So. Wenn ihr allerdings, so wie ich jetzt in diesem Fall auch, sowohl das Stacking als auch die Bearbeitung von C-Star S50-Daten in einem Rutsch durchführen lassen wollt, dann wählt ihr dieses Skript an. Aber bevor ihr das tut, müsst ihr erstmal mit diesem Häuschen-Symbol hier oben das Arbeitsverzeichnis korrekt festlegen. Bei mir ist das jetzt der Ordner Bilder. Ich gehe mal hier rein. Desktop wird hier übersetzt mit Schreibtisch, also nicht wundern. Gehen wir hier auch mal rauf, haben dann hier den Ordner C-Star von Rüdiger Heinz. Und in diesem Ordner befindet sich ja dieser Ordner Lights. So. Wir wählen jetzt hier nichts an, sondern sind in diesem Ordner jetzt einfach nur drin hier. Klicken hier mal auf Öffnen und dann sehen wir, okay, hier oben wurde jetzt das Arbeitsverzeichnis korrekt angelegt. Das Skript, was wir gleich anwenden wollen, geht halt davon aus, okay, in diesem Ordner wird sich mein Unterordner Lights befinden und da drin finde ich also die Einzelaufnahmen, die ich dann verarbeiten soll. Ja, und wenn das erledigt ist, dann könnt ihr hier per One-Click loslegen. Das ziehen wir jetzt mal gnadenlos durch. Und siehe da, nach gerade mal 2 Minuten und 21 Sekunden haben wir hier unser fertig gestacktes und bearbeitetes Bild. Wir haben ordentliche Ränder, also hier sieht nichts irgendwie komisch aus am Rand. Die Farbe, ja gut, kann man sich streiten, ob das jetzt sozusagen an Sättigung für einen schon ausreicht. Das kann man dann ja gerne noch hier zum Beispiel mit der Farbsättigung noch weiter ein bisschen anheben. Je nach Geschmack. Und jo, damit hat man dann schon das fertige Bild. Das Skript habe ich so ausgelegt, dass in dem Ordner, in dem gewählten Arbeitsverzeichnis, so wie hier, automatisch ein Bild ausgegeben wird, das das Ergebnis oder ja, Ergebnis.fit, wenn man so will, heißt. Das ist das Bild, was hier auch gerade geöffnet ist. Das ist eine 32-Bit-Fits-Datei. Damit können astronomische Programme oder Astronomieprogramme umgehen und ist sehr verlustfrei. Deswegen ist es auch 17,3 Megabyte groß. Es wird aber auch ausgegeben der RAW-Stack. Das ist das rein gestackte Bild, ohne dass eine Bildbearbeitung stattgefunden hat. Da seht ihr, das ist sogar 23,7 Megabyte groß. Das könnt ihr eben benutzen, um dann eine ganz manuelle Bildbearbeitung vorzunehmen. Und was auch ausgegeben wird, hier direkt rechts daneben, das ist das, was für euch vielleicht wichtig ist, ist einmal das Ergebnis als 16-Bit-TIFF-Datei. Damit kann man sehr gut weiterarbeiten in GIMP, in Photoshop oder in Affinity Photo, was auch immer ihr gerne bevorzugt. Und es wird auch gleich eine ganz praktische 1,4 Megabyte große JPEG-Datei ausgegeben, um das Bild dann zum Beispiel gleich per E-Mail an Freunde zu schicken, um es in Social Media zu teilen oder so. Also gleich alles vollautomatisch auf einen Schlag. So, manche werden sich jetzt vielleicht wundern, Moment mal, ich habe doch in der Auflösung 1920x1080 aufgenommen. Das liegt daran,
dass das Skript, was ich geschrieben habe, so ausgelegt ist, dass es die schlechten Bildränder, die halt dadurch entstehen, dass man im Laufe der Session es mit der sogenannten Bildfeldrotation zu tun hat, dass die automatisch weggeschnitten werden. Also es wird rundherum ein Bereich von 100 Pixeln einfach pauschal weggeschnitten. Und ja, dadurch wird natürlich logischerweise die Auflösung ein bisschen reduziert. Damit muss man dann leider bei solchen C-Star-Daten leben. Es sei denn, einem ist egal, dass hier die Ränder irgendwie komisch aussehen oder so. Das müsst ihr dann für euch selber rausfinden. Also hier mal auch zum direkten Vergleich. Hier ist ja das bearbeitete Bild noch offen. Und wenn wir jetzt mal reingehen und den Rohstack öffnen. Ich habe das Skript auch bewusst so geschrieben, dass hier so diese Datei auch Rohstack genannt wird. Das geht nicht von Serial aus, sondern das habe ich so eingegeben. Und wenn wir jetzt hier auf Histogramm mal wechseln, dann seht ihr das, was ich meine. Ne, diese schlechten Ränder, die entstehen eben dadurch, dass dass man mit einer azimutalen Montierung das Bild oder den Himmelsausschnitt nachführt. Und nach dem Stacking bleiben dann halt solche hässlichen Ränder zurück. Und ich habe das dann eben abgeschaut, wie muss man den Crop hier durchführen, so ungefähr, dass man es dann nur noch mit vernünftigen Daten zu tun hat und der Rest wird dann weggeschnitten vor der weiteren Bearbeitung. Das ist auch ziemlich wichtig. Ja, das nur mal so zur Erklärung. Ja, für die meisten war es das jetzt dann wahrscheinlich schon. Habt ihr alles gesehen, was euch interessiert? Es mag aber auch durchaus welche unter euch geben, die sich dafür interessieren, was denn dieses Skript genau macht. Gut, eine Sache machen wir vorher noch. Wir nehmen mal genau diesen Rohstack her und führen einfach mal der Form halber auch noch das andere Skript durch. Hier nur diese Bildbearbeitung. Und dann achtet mal darauf, wie kurz das Ganze nur dauert, so eine einfache Bildbearbeitung. Jo, das war's. Hat 5 Sekunden gedauert. Und wenn wir hier auf Linear gehen, also so wie das Bild tatsächlich auch ist, haben wir hier unser fertig bearbeitetes Bild. Also quasi eine One-Click-Bildbearbeitung innerhalb von 5 Sekunden erledigt. So, jetzt kommen wir, wie gesagt, dazu, was tut dieses Skript eigentlich im Einzelnen? Und dazu nehmen wir dann dieses ganze oder dieses große Skript mal her. Und dann seht ihr, ja, habe ich im Januar erstellt, Copyright Dennis Maso. Gut, habe ich einfach mal der Form halber hingeschrieben. Ihr könnt mit dem Skript gerne machen, was ihr wollt. Wäre natürlich nett, wenn ihr mich erwähnt, dass ihr das von mir habt. Ja, habe eben auch hier reingeschrieben, Skript für das Stacking und die Bildbearbeitung von Daten, die mit dem 2 C-Star S50 aufgenommen wurden. Alle Lights in den Ordner Lights legen, welcher sich im gewählten Arbeitsverzeichnis, blauer Knopf mit Haus, befinden muss. Und dann gibt es hier also eine Reihe von kryptischen Befehlen, die dem Programm gegeben werden, was es im Einzelnen durchzuführen hat. Ja, und ich habe eigentlich in ziemlichem Klartext schon immer da drüber geschrieben, was es im Einzelnen ist. Also erstmal werden die Bilder alle in eine sogenannte Sequenz reingeladen und debayered. Das ist im Prinzip, vereinfacht gesagt, werden den Bildern Farbe verliehen. Dann werden diese Bilder aufeinander ausgerichtet. Also die Sterne bewegen sich ja von Bild zu Bild auch ein bisschen. Und dieses Register bedeutet, dass die Sterne aufeinander ausgerichtet werden. Das ergibt dann eben auch diese schlechten Ränder am Ende, die ihr da gesehen habt. Dann werden diese Lights alle gestackt. Durch dieses Stacking verbessert man das Signal-Rausch-Verhältnis. Deswegen macht man überhaupt von Deep Sky-Objekten immer eine ganze Reihe von Bildern, um die Gesamtbelichtungszeit zu erhöhen und damit das Signal-Rausch-Verhältnis zu verbessern. Also ja, feinere Details auf der einen Seite sichtbar zu machen und auf der anderen Seite das Bild rauschärmer zu kriegen. So. Manche, die sich vielleicht besser auskennen, werden sagen, oha, was ist das denn hier? Ich habe hier einen Filter eingefügt. So. Und dieser Filter bedeutet, dass alle Sterne oder alle Bilder mit Sternen, die eine durchschnittliche Rundheit von weniger als 0,7 haben, 1,0 würde perfekt runde Sterne bedeuten, wirklich ganz kreisrunde Sterne. Und ja, 0,5 wäre ein total ovaler Stern, also da ist dann der Stern doppelt so breit, wie er hoch ist. Und ich habe halt einfach als Qualitätsfilter hier eingegeben, bitte verwende nur
Bilder, bei denen Einzelbilder, bei denen die Sterne eine bessere Rundheit als 0,7 aufweisen. Wie gesagt, die sich schon ein bisschen besser auskennen, die werden sagen, oha, das ist ja schon ziemlich gnädig. Also mein persönlicher Qualitätsanspruch ist eigentlich schon, dass die Sterne mindestens eine Rundheit von 0,75, eigentlich sogar 0,8 haben sollten, um dann wirklich im Stack zu landen, weil dann einfach das Ausgangsmaterial, das Ergebnis dann nachher besser wird. So. Und ihr hattet ja vorhin vielleicht gesehen, dass ja 262 waren das, glaube ich, Einzelbilder eigentlich von Rüdiger gemacht wurden. Tatsächlich aufgrund meines Filters und weil Siriel auch von sich erkennt, wenn in dem Bilder, durch die Bilder irgendwie Wolken durchgelaufen sind, dann werden die halt nicht mitgestackt. Und deswegen schauen wir mal nach. Ich muss gerade mal suchen, wie viele Bilder denn jetzt tatsächlich gestackt wurden. Ja, das können wir einfacher nachgucken. Ich gehe jetzt hier in den Fits-Header rein. Die Daten werden nämlich hier reingeschrieben. Und dann sehen wir, dass aufgrund meiner Qualitätsvorauswahl und wie gesagt der Auswahl, die Siriel von sich aus trifft, einfach weil er für das Registrieren nicht genügend Sterne findet, weil irgendwie nur noch 5-6 Sterne im Bild sind, weil Wolken durchgezogen sind oder so, wurden von diesen 262 Bildern gerade mal 72 verwendet. Also 720 Sekunden Gesamtbelichtungszeit haben wir hier bloß. Das sind dann bloß 12 Minuten, wenn ich mich nicht alles täuscht. Also dieses Ergebnis hatten wir schon nach 12 Minuten Belichtungszeit. Und das finde ich halt schon wirklich ziemlich beeindruckend, was dann der C-Star mit bloß 12 Minuten Belichtungszeit, naja, und eben jetzt auch der Bildbearbeitung, die wir hier automatisch durchführen lassen haben, so für Ergebnisse zaubert. So, das eben zur Erklärung zu diesem Schritt. Und ja, das Einzelne, da kann ich jetzt nicht aus Zeitgründen nicht noch näher drauf eingehen. Auf jeden Fall ist dann das Stacking erledigt und dann beginnt im Anschluss die Bildbearbeitung ganz automatisch. Der gibt also das Bild, den Stack als Datei Rohstack aus, lädt dann diesen Rohstack hier rein, schneidet schlechte Ränder weg, nämlich von der oberen Koordinate 100, 100. Ne? Man muss sich das hier vorstellen, das ist die X-Koordinate, das ist die Y. Und hier würde er dann einen Rahmen ziehen bei 100 zu 100, ne? 100x, 100y. Und dann mit einer Länge von 1720 Pixeln und einer Breite von 880 Pixeln. Und das entspricht dann eben einem Rand drumherum mit jeweils einer Länge von überall 100 Pixeln. Ja, wenn ihr mögt, könnt ihr diesen Crop natürlich auch anpassen, wie ihr möchtet. Speichert das Ganze ab und dann macht ihr das eben auf eine andere Art und Weise. Dann kommt der nächste Standardschritt, ist die Hintergrundextraktion. Da werden dann unter anderem wird ein eventueller Gradient, also ein Helligkeitsverlauf im Bild entfernt. Da habe ich so zumindest für diese Orion-Daten herausgefunden, dass diese Einstellung hier 10 Samples pro Reihe mit einer Toleranz von, also das ist wirklich eine minimale Toleranz, durchgeführt wird und eine maximale Glättung von 1,0. Das haut dann im Ergebnis ganz gut hin. Kann eben auch hier durchaus sein, wenn ihr zum Beispiel einen Kugelsternhaufen fotografiert habt oder so, dass ihr hier auch mit den Einstellungen ein bisschen spielen könnt oder müsst, um ein vernünftiges Ergebnis rauszubekommen. Dann wird eine photometrische Farbkalibrierung auch vollautomatisch durchgeführt. Dazu müsst ihr, meine ich, auch eine aktive Internetverbindung haben, so, damit das funktioniert. Die Daten, die man dazu eigentlich braucht, die Koordinaten, Brennweite und Pixelgröße, die werden vom C-Star automatisch in eure Daten, in euren Stack sozusagen mit eingepflegt und deswegen muss man hier nichts weiter definieren. Diese photometrische Farbkalibrierung bedeutet, dass die Farben wirklich so, wie sie eigentlich astronomisch korrekt sind, ausgerichtet werden in diesem Bild hier. Dann kommt der nächste Bearbeitungsschritt, eine Asin-Transformation mit menschlich gewichteter Leuchtdichte, heißt es, glaube ich, und einem Wert von 150. 1000 wäre Maximum, also ein leichter Asin-Stretch wird durchgeführt. Dadurch kriegt man ein bisschen hübschere Sternfarben. Dann kommt das eigentliche Strecken der Daten, Auto-Stretch wird einfach durchgeführt, dann das Grünrauschen entfernt und dann die Farbsättigung
um 1, also 1,0 wäre eine 100%ige Erhöhung der Farbsättigung. Ich habe es mal auf 80% gemacht. Und der Hintergrundwert wird auf 0,15 gesetzt. Dadurch sättigt man auch schwächere Teile, zum Beispiel so diese Bereiche des Nebels, auch ein bisschen mit. Sonst würde eventuell, wenn man das hier nicht macht oder auf 1,0 lässt oder so, würde eventuell nur dieser helle Bereich des Nebels gesättigt werden und eben die Sterne, aber nicht so diese schwächeren Bereiche. Und das würde dann eventuell komisch aussehen. Deswegen habe ich das so festgesetzt. Und was dann eben als fast letzten Schritt gemacht wird, ist, dass die Ergebnisse in eurem Arbeitsverzeichnis als FIT, 32-Bit-FITS-Datei abgespeichert werden, als TIFF-Datei, ja, AstroTIFF, dadurch sind in der TIFF-Datei die ganzen Bearbeitungsschritte hinterlegt, und als einfache JPEG- oder JPG-Datei in 8-Bit, ja, ist dann natürlich schon recht komprimiert, aber eben super tauglich, um das irgendwo hochzuladen und mit Freunden und Verwandten zu teilen. Und ja, weil am Ende nicht einfach nur hier irgendwie ein leeres Bild entstehen soll, sondern euch auch gleich das fertige Ergebnis eures durchgeführten Skripts angezeigt werden soll, habe ich halt als allerletzten Schritt im Skript hier stehen, dass das diese 32-Bit-FITS-Datei wieder reingeladen wird. Jo. Das ist alles zu diesem Skript. Dann gibt es natürlich noch das andere Skript, nur Bildbearbeitung. Da sind dann einfach alle Schritte weg, die vorher das Stacking betreffen, sondern eben rein die Bildbearbeitung. Und ja, das könnt ihr euch auch gerne so modifizieren, wie ihr das gerne hättet. Grundvoraussetzung, damit dieses Skript ja funktioniert, habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass ihr dann eben hier über den Knopf öffnen geht und euch ein gestacktes Bild vorher reinladet. Ja, das war's zu diesem Video. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass ZWO oder 2 mit dem C-Star die ja, ziemlich fast schon vollautomatische Astrofotografie für uns oder für Interessierte erschwinglich gemacht hat und eigentlich zu einer ganz passablen Qualität für den Preis. Also finde ich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, vielen Dank nochmal an Rüdiger, an dich, dass du mir diese Daten zur Verfügung gestellt hast, damit ich das alles hier so entwickeln konnte und auch dieses Video erstellen konnte. Ansonsten wünsche ich Rüdiger und auch allen anderen viel Spaß bei eurer Astrofotografie oder Beobachtung. Bis zum nächsten Mal und klaren Himmel. Euer Dennis. Ciao.